Fluch oder Legende? Bringt der Busby Stoopchair den Tod über jeden, der auf ihm sitzt? Die Legende des verfluchten Stuhls geht ins Jahr 1702 zurück. Der britische Mörder Thomas Busby hat in seinem Wirtshaus den Schaukelstuhl verflucht. Mittlerweile soll der Stuhl über 60 Menschen das Leben gekostet haben. Zahlreiche Menschen sterben bei Verkehrsunfällen oder tragischen Unfällen, nur kurz nachdem sie auf dem Busby Stoopchair gesessen hatten. Während des Zweiten Weltkriegs ist der Pub ein beliebtes Ziel bei kanadischen Militärpiloten. Alle, die auf dem verfluchten Stuhl saßen, fallen im Krieg. Bis in den 1970er Jahren häufen sich die Todesfälle, die angeblich in Verbindung mit dem Stuhl stehen, bis der Wirt Busby Stoopchair schließlich dem örtlichen Museum übergibt. Dort hängt er seitdem an der Wand, damit sich niemand auf ihn setzen kann. Auf meinem YouTube-Kanal findest du ein komplettes Video dazu.